So, da sind wir wieder bei Banished. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Es geht weiter, eine weitere Folge. Noch leben wir. Unsere Nahrungsmittelproduktion. Oh, guck mal. Haha, sehr schön. Da kriegen wir einiges an Weizen, an. Na. Ah, was ist denn das überhaupt hier? Wheat. Kriegen wir einiges an Wheat rein. Hier wird fleißig gebaut. Okay, der macht weiter Feuerholz. Aber wir haben immer noch eine absolute Holzknappheit. Ganz böses Ding. Ach so, ja, wir können ja noch einen. Wartet mal. Hier kann man nämlich eine Forester Lodge machen. Das ist einer der neue, also der Bäume fällt automatisch und neue Bäume pflanzt. Und genau so einen werden wir uns jetzt mal hier anschaffen. Und den werden wir mal vielleicht nicht so weit weg. Hier ist doch ein guter Bereich. Hier, wo dieser Hunter ist und so, damit uns hier niemals, damit uns da niemals die das Holz ausgeht sozusagen. An der Stelle da. So. Na. Machen wir uns mal einen schönen Weg hier. So. Wie ist der jetzt okay, der Weg? Ja. So, sehr schön. Dann macht mal weiter. Macht mal weiter. So, was ist er hier? Warum arbeitet er? Ich habe ihm doch gar keinen zugeteilt. Ist ja eigenartig. Ah, okay. Okay. Muss ich hier auf 4 gehen? The total number of workers in this profession. Okay. Gut. So, du bist hier am Ackern, ja? Du machst uns weiter Holz. Okay, sehr schön. Feuerholz meine ich. So, nahrungsmittelmäßig denke ich mal, da kommt nochmal ein ganz schöner Klumpatsch dazu, wenn der hier dann seine Ernte eintreibt. Noch ist es Sommer. Wollen wir noch einen Builder einsetzen, damit das hier ein bisschen schneller geht? Was hat man jetzt noch gebaut hier hinten? Hier hinten ist noch die Forester Lounge, okay. Wir können so langsam auch mal einen Schmied machen. Wie sieht es denn aus mit Werkzeug? Immer noch gut. Ich glaube, wir brauchen eher einen Schneider. Ich glaube, wir brauchen eher einen Schneider. Nee, wo ist er? Wo ist der Schneider? Der müsste doch hierbei sein. Ne, hier. 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 Nun, Leute, wo ist denn der Schneider? Da, wo der Schmied ist. Hier ist er. Schneider. Hier ist der Schmied. Ja gut, wir brauchen wahrscheinlich beides. Der Schneider ist teurer. Lass uns doch hier mal gleich den Schneider. Den machen wir einfach hier an den Weg ran. Warum? Weil ja da auch Leder gefarmt wird. Dann kann der da. Na gut, dann bauen wir den Schmied auch noch. Ah ne, der Schmied, der könnte eigentlich hier hinten ran, wo die Ressourcen liegen. Den würde ich mal hier hinbauen. So. Und da würde ich den Weg noch machen. Hier lang. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch diesen Herbalist. Ne, wo ist er? Der Herbalist? Hier. Weil der sammelt nämlich Heilpflanzen. Und dafür ist sozusagen die Vorstufe vom Krankenhaus und dafür, dass der Heilpflanzen sammelt. Guck mal, der kann doch eigentlich auch noch hier hin. Oder? Passt der da noch hin? Oder wollen wir den mal. Gut, man könnte jetzt auch gucken, wo sind hier viele Pflanzen, wa? Komm, den setzen wir mal hier ran. So. Gut. Nahrung wird langsam mehr. Sehr schön. Jetzt fängt er an zu ernten. Und dann werden wir mal hier noch. Was fehlt denn da schon wieder? Wir haben irgendwie totale Knappheit. Haut mal das hier noch weg. Woran haben wir denn Knappheit? Was ist los? Immer noch Holz. Immer noch Holz, weil der da so viel Brennholz macht oder was? An, Leute, dann baut doch das Ganze. Ich habe euch doch gezeigt.
wo das Holz ist, was ihr da abbauen sollt. Warte mal, wie wäre man die Befehle hier für die Steine zurücknehmen? Nicht, dass der sich hier jetzt ewig mit den Steinen beschäftigt. So. Oder die, dass sich die mit den Steinen beschäftigt. Hier, dann macht mal hier ein bisschen, geht mal hier rüber, macht mal hier noch ein bisschen Platz für neue Häuser und so. Hier, das könnt ihr auch alles wegnehmen, von mir aus, also was Holz betrifft. Und hier auch. Und hier auch. So, wollen wir mal hoffen, dass wir die jetzt nicht überlasten, hier unsere Leute. So. Wie war denn das jetzt? Hatte ich jetzt ein zweites Fischerhaus noch gebaut oder nicht? Wie war denn das eigentlich mit dem Pilzesammler? Den hatte ich doch hier oben hingepackt, oder? Wo ist denn der? Ich hatte doch noch einen zweiten Pilzesammler gebaut. Oder kommt der noch? Ne, wo ist denn der? Oder habe ich hier zwei gemacht? Hunting-Kabinen? Okay. Geld was hat, okay. Hier ist noch ein Pilzesammler, genau. Gut. Könnten wir hier fast noch einen Forester hinbauen? Würde ich einfach mal machen. Oh, okay. Forester Lodge. Oh, schon wieder Winter. Ach du Scheiße. Haben wir hier noch eine Forester Lodge, so. Die können wir auch mit dem Weg verbinden. Na, na. So. So, mal sehen, ob wir über den Winter kommen. Der hat noch nicht mal seine Ernte eingetrieben. Na, okay. Gut. So, wir haben einigermaßen Nahrung, wir haben Feuerholz, sehr schön. Und die Leute haben zu tun, hier die Sachen zu bauen, oder? Können wir jetzt noch ein Bilder machen? Guck mal, hier hinten würde sich ja fast nochmal ein Hunter lohnen. Und hier auch noch, oh. Dann lass mich mal hier noch einen Hunter bauen, oder? Andererseits sollten wir vielleicht erstmal warten, bis die Gebäude fertig sind. Nicht, dass wir uns hier völlig übernehmen. So. Sieht denn hier unsere schöne Stadt im Winter aus? Da wird fleißig gearbeitet. Feuerholz ohne Ende. Ach du Scheiße, unsere Steinreserven sind ja runter. Mist. Dann könnten wir so langsam einen Steinbruch mal bauen. Man kann nämlich auch einen Steinbruch bauen. Warte mal, wo ist der? Mine, Iron, Eisen und Kohle. Stein, eine Steinmine. Nein, lassen wir noch. Wisst ihr warum? Weil wir haben nämlich hier noch ganz viel Stein, was wir abernten können. Wir werden es mal lieber erstmal das Stein, was wir haben, den Stein, den wir haben, nehmen. Die ganzen Broken, die hier rumliegen. So. So, Nahrungsmittel sieht gut aus. Wird, trotz Winter wird es mehr als weniger. Wird es eher mehr als weniger. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Es wird auch Zeit, noch ein weiteres Häuschen zu bauen, würde ich mal sagen. Wobei wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht zu sehr expandieren. Aber hier die drei Dinger können wir eigentlich noch bauen. So, wenn wir jetzt so viel Lebensmittel haben. In Anführungsstrichen. Sehr schön. Der Fischer tut sein Werk. Und wir haben den Winter schon fast überstanden. Fast. Deshalb würde ich doch fast mal sagen, hier müsste man eigentlich noch mal einen Jäger hinstellen, oder? Oder hier? Sag mal, die ziehen richtig rum, ha?
Gucken, wie die hier rumziehen. Ah, hier haben wir doch einen Jäger, oder? Der ist ganz schön weit weg. So, hier müssen wir jetzt mal kurzfristig die Priorität hochsetzen. Nicht, dass das gar nicht gebaut wird. Oh, was macht er? Schon wieder Holz alle, ja? Mann, ey. Die haben doch wie die Verrückten haben die doch hier Holz. Wie die Verrückten haben die doch hier Holz gesammelt. Verstehe ich nicht. Oder haben sie jetzt alles schon abgeerntet wieder? Mann, die brauchen aber viel Holz. Junge. Junge, die brauchen aber viel Holz. Ja, hier, nehmen wir das mal alles mit. Hab ich auch alles schon markiert hier. So. Wenn wir die Forester Lounge fertig haben, irgendwann mal, dann fällt der ja auch, oder die. Die fällen ja dann selbstständig Holz. So gut, Brennholz sieht gut aus. Stein kommt so langsam dazu. Und vielleicht ein paar Bauarbeiter entlassen. Damit hier die Rohstoffbeschaffung ein bisschen schneller vorangeht. So. Lebensmittel vermehren sich weiterhin, das ist sehr schön. Und wir haben wieder Frühling. Der hat aber schon einen Haufen Weizen angebaut, ey. Mein lieber Scholli. Dann lass uns doch mal hier noch eine Obstbaumplantage machen. Die dauert allerdings mehrere Jahre, bis die wirksam wird. Hat er die jetzt schon markiert hier? Ja. Es dauert mehrere Jahre und keine Ahnung, 5 Jahre oder so, bis man davon ernten kann von den Obstbäumen, aber das lassen wir mal nebenbei, würde ich sagen, einfach so laufen. Und okay, da werden neue Häuser. Schön, jetzt kriegen wir wieder neue Arbeiter, hoffe ich mal. Wir werden mal diese andere Statistik noch einblenden. Wo war die? Die hier, wa? Ja. Da haben wir hier noch Zusatzinformationen. Wer gestorben ist. Achso, können wir alles zuschalten. Was ist das hier? Toggle Pop-Up Notifications. Achso, wer gestorben ist. Okay. So. So. So, ihr habt jetzt hier... Oh, die kriegen kein Holz ran. Die kriegen kein Holz ran, die Leute. Habt ihr jetzt hier was fertiggestellt? Immer noch nicht. Oh, komm denn. Wir haben genug Leute. Noch ein paar mehr Maurer. So, schön. Kommt noch ein Maurer. Mehr Holz. Mehr Holz. Wir brauchen gar nicht so viele Bauarbeiter, oder? Was hier? Der ist besetzt. Kann man da noch einen reinsetzen? Ja, okay. Setzt. Tja, den brauchen wir ja. Der muss ja Feuerholz. Guck mal, wie viel Feuer. Wir haben ja gar keine Vorräte hier. Können wir da eigentlich noch einen einstellen? Nö, einen von allen. Dann machen wir mal noch eine Forester Lounge. Wobei, die wird ja auch nicht fertig hier, die wir hier in Auftrag gegeben haben. Wird da dran gebaut? Doch. Ah, schön. Ja, das ist ja schick. Das ist ja schick. Dann machen wir... Hier wollten wir auch noch eine machen, wa? Herbalist, okay. Forester Lounge, okay. Ach, guck mal. Wir brauchen hier unbedingt noch einen Jäger. Unbedingt. Komm, bauen wir mal hier noch eine Hunting-Kabine ran. Hier oben ist genau richtig. Zack. Danke.
So, wir haben jetzt weder einen Schneider. Ah, guck mal, wir haben weder einen Schneider noch einen Schmied, wa? Das wird ein Schmied, okay. Einen Schneider hatten wir auch in Auftrag gegeben, und zwar hier. Genau. Ja, dann geht das ja jetzt an Gang. Alles. Okay, ein neues Kind wurde geboren. Hier wird überall Holz abgebaut. Die Hütten werden gebaut. Hier haben wir gesagt, dass er Holz schlagen soll. Okay. So, wir werden mal noch vielleicht... Wir brauchen ja noch mehr Holz, das reicht doch gar nicht. Und hier hinten das Holz brauchen wir ja... Also hier müssen ja die Bäume stehen bleiben. Hier wollen wir jagen, da wollen wir Pilze sammeln. Die haben wir alle markiert, die werden abgebaut, okay. Okay, okay. Und hier haben wir jetzt auch noch so ein Jagdgebiet eröffnet hier. Na, weißt du was? Dann nehmen wir hier das ganze Holz einfach mit. Was soll's? Guck mal hier. Den ganzen Kladderadatsch hier könnt ihr von mir aus abbauen. Hier alles weg. Aber da nicht. Das nicht. Das müssen wir erstmal noch aufheben. Mal gucken, was da erstmal passiert, wenn dieser... Ah, guck mal hier. Das können wir hier schon mal sagen. Wir wollen Pflaumen oder Birnen? Ach, das ist ja ungünstig. Äpfel wären ja besser gewesen. Die halten sich länger. Ach, was nehmen wir denn da? Naja, lass uns mal... Was halten sich länger? Pflaumen, die kann man trocknen. Trockenpflaumen kann man daraus machen. Nehmen wir einfach mal Trockenpflaumen. Dann setzen wir mal gleich... Nein! Zwei Alten. Ne, einer reicht, hatten wir gesagt, wa? So. Einer reicht. Hier werden wir mal wieder zwei wegnehmen, damit wir ein paar Laborer haben. So, sehr schön. Oh, schon wieder eine Folge vorbei. Gut, meine lieben Freunde. Es sieht ja bis jetzt ganz gut aus. Es entwickelt sich hier bei Banished. Mit dem UFO-Mann hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut läuft. Hier wird aber immer noch nichts... Naja, okay, langsam, 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 langsam. Ah, guck mal hier, was braucht der? Ah, der braucht zwei Bauer, drei Bauarbeiter, oder was? Ja. Na, komm, dann setz doch mal noch einen ein hier als Bauarbeiter. Es wird Winter. Es wird Winter. Holz wird rangeschafft, klar. Hier wird noch der Rest abgeerntet, super. Wie sieht's denn hier aus? Habt ihr im Lager was oder wie? Boah, guck mal einer an. Pilze, alles Mögliche haben wir hier. Fische, Beeren, Fleisch, super. Eier sogar fünf. Klasse, und mit dem Brennholz sieht auch einigermaßen aus. Das könnte gerade so reichen. Hier wird ganz langsam dran gebaut. Wir haben halt nicht genug Bauarbeiter im Moment für die ganzen Projekte. Deshalb müssen wir uns hier ein bisschen gedulden. Hier arbeiten drei dran und trotzdem... Was fehlt? Fehlt uns da noch irgendwas? Holz. Ja, Holz. Holz ist der Knackpunkt. Wir können ihnen jetzt aber nicht sagen, dass er aufhören soll, Feuerholz zu machen. Dann wären wir schön doof, weil dann hätten wir ja mehr Holz. Wobei, hier hat sich jetzt schon ein bisschen was angesammelt. Oh, Leute, die Folge ist vorbei. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge... Banished. Wir versuchen zu überleben hier mit unseren... Wir haben uns schon ganz schön vermehrt. Und sieht im Moment ganz gut aus. Wir müssen gucken, dass wir noch mehr Nahrungsmittel ranbekommen. Gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es macht euch genauso einen Spaß wie mir hier. Und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bei Banished mit UFO-Mann auf dem Kanal, wo es noch ganz viele andere Let's Plays gibt, meine lieben Freunde. Das verrückte Studio aus Berlin, das UFO-Mann-Studio, wer es noch nicht weiß. Okay. Okay. Gut, tschüssi.